So, hallo Freunde, nach längerer Zeit mal wieder ein Video von mir. Und zwar möchte ich euch heute mal hier dieses Fishing-Kit vorstellen. Ich habe das Ganze zweimal gekauft, aus dem einfachen Grund, das kostet gerade mal 3,28 €. Der Versand alleine kostet aber schon 4,12 €. Dann habe ich das Ganze zweimal bestellt, dass wenigstens der Warenwert höher ist als der Versand. Das eine kommt in meinen Tagesrucksack und das andere kommt in meinen Tourenrucksack. Somit muss ich dann schon nicht immer wieder alles rumräumen. Ja, ich stelle es euch jetzt mal ganz kurz vor, wie ihr jetzt schon sehen könnt. So wird das Ganze geliefert. Hier unten habe ich das Ganze schon mal ausgepackt. Hier vorne drauf steht, was alles enthalten ist. So, kommen wir erstmal dazu, was alles enthalten ist. Und dann gehe ich mal kurz noch näher drauf ein. Enthalten ist einmal hier sozusagen die Angel mit 36 Metern Angelschnur. Dann haben wir hier zwei Senkbleie oder Wurfgewichte. Ebenso haben wir dabei zwei Wirbel. So, zwei Wirbel. Dann haben wir hier einmal so einen Gummiköder. Was ich gut finde, ist halt, dass hier diese Angelhaken, die Spitzen vorne mit so einem Gummi geschützt sind, dass man nicht unbedingt mit dem Finger drin in den Angelhaken sich reinhängt. Dann haben wir hier zweimal diese Größe an Angelhaken. Und hier auch nochmal so mit Angelköder zum Angelhaken. Ja, das ist jetzt zwar nicht viel, aber jetzt kommt das Wichtige. Wenn ihr mal eure Survival-Boxen anschaut oder mal aufmacht, wo auch ein Angelset drin ist, werdet ihr feststellen, dass erstens ihr vielleicht gerade mal 2 bis 3 Meter Angelschnur habt. Hier habe ich 36 Meter. Das heißt, wenn ich mal irgendwas machen müsste, Tarp festbinden oder mal notfall was mäßig festnähen, Angelschnur ist sehr, sehr reißfest und dann habe ich sozusagen hier Notschnur mit am Mann. Dann habe ich ja wirklich so eine Art kleine Notangel und so eine Größe von bis zur Forelle. Denke ich, dürfte es kein Problem sein, dass hier irgendwas abbricht an dem Plastik. Großartig dick ist es nicht, aber ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber. Das sieht schon stabil aus. Ich habe Handschuhgröße 9 oder M, also hier sind ungefähr noch 3-4 cm Platz. Dann hat man es richtig schön in der Hand. Des Weiteren ist es so, dass ihr, ich werde das euch mal zeigen, in den meisten Survival-Kits sind solche Angelhaken drin. Wie ihr jetzt sehen könnt, dieser Angelhaken hat hier hinten dieses Blatt, sage ich jetzt mal. Die Schwierigkeit besteht darin, ich habe es wirklich noch nie geschafft, ich bin zwar kein Profi-Angler, aber so ein Ab- und Zu-Angler mal in Frankreich, wo man keinen Angelschein braucht. Hier muss man einen Fachknoten rum machen und dann muss der noch so stabil sein, der Knoten, und so festgezogen sein, dass im Fall des Falles, dass ein Fisch dran beißt und dran zieht, dass der nicht runterrutscht. Das ist eben hier bei diesen Angelhaken nicht. Die haben ein Loch, da kann sogar dann ein total Unerfahrener einfach einen festen Doppelknoten machen und läuft nicht Gefahr, dass hinten einfach ja, die Angelschnur einfach runterrutscht. Das ist der Vorteil an den Angelhaken hier, wo dabei sind, dass die alle Loch haben. Ich werde jetzt dieses Angelset hier noch ein bisschen mit dem Angel Kleinteilen, was ich noch zu Hause rumliegen habe, ein bisschen ergänzen. Beide natürlich, noch ein bisschen kleinere Angelhaken rein und noch kleinere Gewichte. Dann ist das für mich ja, sage ich mal, vernünftiges Angelset, wo ich dann auch wirklich was mit angeln kann. Das Ganze werde ich auch ausprobieren. Leider dauert es noch die Angelsaison in Frankreich, bis man da wieder an den Angelseen angeln darf. Aber da werde ich es mal ausprobieren und werde auch da mal schauen, was ich damit fangen kann. Aber was ich jetzt bisher über dieses sagen kann, ist, dass ich das wirklich empfehlen kann. Und bei 3,28 € kann man da wirklich nichts falsch machen. Entweder ihr guckt in dem Shop noch, ob es da noch irgendwas anderes gibt an Ausrüstung, weil wenn ihr schon alleine 4,12 € Versand zahlt, ist die Ware billiger als der Versand. Oder ihr legt einfach, holt euch nochmal so ein zweites Fishing-Kit, könnt ihr ja verschenken, verlosen, keine Ahnung. Okay, das war's von mir. Danke fürs Reinschauen und wir sehen uns wieder auf YouTube. Bis dann. Ciao, ciao.